Hallo, hier ist wieder Sabine. Im heutigen Video lernst du etwas über die innere und äußere Atmung bei Menschen. Was ist das? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? Um alles gut verstehen zu können, solltest du dich mit einigen Themen bereits auskennen. Dazu gehören Bau und Funktion der Atmungsorgane, der Gasaustausch, wie ist eigentlich eine Zelle aufgebaut und du solltest auch einiges über den Stoffwechsel wissen. Und schließlich wäre ohne die Photosynthese bei den Pflanzen an eine Atmung bei Mensch und Tier überhaupt nicht zu denken. Am Ende dieses Videos kennst du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der inneren und äußeren Atmung. Du weißt wo, wie und warum sie stattfindet. Beginnen wir zunächst mit der äußeren Atmung. Sie heißt... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com